Leute, herzlich willkommen zurück zu Tommel. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Hier in einer neuen Runde raus aus den Schulden. So, es gibt 4%. Wir gehen erstmal zu dieser kleinen Stadtaktien-Auktion. Wir können natürlich nicht teilnehmen mit minus 27.000, müssen dann aber noch den Darlehensvertrag ein bisschen auffreshen. Jetzt hat die Eide schon wieder zugeschlagen. Ey, die kauft wirklich die ganzen Aktien. Ist, glaube ich, einfach nicht. So, pass auf. Sollen wir mal gucken. Ich kann den Rabatt von 50% auf diese saftigen Spielage, bla bla bla. Zinssatz um 40% senken, was ziemlich gut ist. Darlehen. So, und jetzt machen wir hier erstmal ein kleines Ausgleich. Tralala. Okay, warte mal, wir brauchen was für die Auktion und was zum Mitnehmen. So, das werden wir wohl brauchen. So, 86%. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz hier. Jetzt sind wir bei 78%. Wir haben noch 4,4. So, jetzt müssen wir erstmal eine Landauktion machen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Was nehmen wir denn am besten? Das ist aber ärgerlich. Ich nehme mal das hier. Mal gucken. Das ist, denke ich, ganz gut. Okay. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. So. Dennoch. Ja, da müssen wir jetzt erstmal schauen. Oh, ich bin so gespannt. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt mal richtig abräumen können und hier richtig gut Cash rausholen. Wir haben das letzte Mal leider ein bisschen verkackt gehabt. Und die haben gefunden. Das ist gut. Na komm. Sind die einzigsten. Okay, dann auf jeden Fall schon mal hier. Ups. Okay, da haben wir schon mal das erste Öl. 1, 2, 3. Das muss erstmal reichen. Alter, was ist das für ein Alter? Was ist denn das für ein riesen Ölteil? Ein riesen Ölpottich. Okay. Wir werden aber direkt mal einlagern. So. Ich überlege gerade, wie wir es machen. Ja, die Preise fallen. Das ist halt echt zum Kotzen schon wieder. Man will halt zu dem Preis nicht verkaufen, aber... Okay. Der rechte Preis explodiert gerade. Okay, lasst mal verkaufen gehen. Sup, sup, sup. So. Da können wir direkt noch runter bohren. Ach komm, ey, verarsch mich nicht, Digga. Nein, nein, nein. Oh Gott, genau an der Kante vorbei. Lol. So, das passt auf jeden Fall schon mal. Den haben wir auch. Dann. Okay, einmal hier rüber. Okay, und einmal hier hin. Komm schon, mach mal ein paar Dollar Stadtler hier. So. Und so. Und so. Okay, cool. 1,06 $. Verkaufen auf jeden Fall noch. Jetzt haben wir zumindest schon mal ganz gut angebohrt hier. Was wir brauchen, ist nochmal 2 so eine Dudes. Okay, 94 Cent. Da verkaufen wir erstmal nicht mehr. Denke ich, können wir erstmal ein bisschen was einlagern gehen. So, ich bin noch gerade am Überlegen, ob ich den ein zweites Mal anbohre. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir haben ein richtig gutes Ölfeld erwischt. Das einmal rausnehmen. Dann.
verkaufen hier drüben auf jeden Fall. Dum, dum, da, da, da. Oh oh. So. Ich würde sagen, wir sollten dann erstmal die Kapazität unserer Wagen erhöhen. Alter Schwede, war das knapp. Komm schon, komm schon, komm schon. Hier unten muss auch noch was sein. Jupp. Ziemlich klein. Aber fein. So, Wagen einmal erhöht. Okay, hier haben wir Gas. Und hier haben wir Fettöl. Jetzt ist die Frage, lohnt sich das jetzt hier weiter zu bohren? Glaube schon. Ich mach das jetzt mal so hier. So. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, das geht mächtig in die Hose. Oh Gott. Alle schneller fahren. Und das Gas ist leer. Wir haben natürlich jetzt massiv an Öl gefördert, aber ich glaube, so viele hätte man gar nicht gebraucht hier. Aber. Okay, das war krass. Alter, wie viel Öl wir gerade hier rausgezogen haben. Wie heftig. Was denn, wo, was? Da soll noch was sein? Nee, nee, nee. Okay, tatsächlich. Das ist ja der Hammer. Okay. 1,18 $. Wir haben schon gut ein bisschen Cash geholt. Das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Da geht's schon wieder gut ab. Da wird richtig schön die Leitung leer gespült hier. Sehr gut. Das ist schon geil. Okay, das ist schon wirklich cool. Woo, hier ist schon wieder Party hart. Kriegen die gar nicht abtransportiert, Alter. Was da los ist. Okay, 88 Cent, 89 Cent, ich weiß nicht. Wie sollte man was einlagern? Erstmal 79 Cent. Okay, wir lagern ein. Da würde ich schon sagen, lager mal ein. Auf jeden Fall. Das lohnt sich. Okay, wir bohren mal noch hier rüber. Es gibt kein Öl mehr. Das war es, glaube ich, gewesen hier. Ja, das sieht so aus, als ob es das gewesen ist. 20.000 ist echt zu wenig. Wir müssen mehr Kohle rausholen. August. Oh Gott. September. Wir müssen echt mehr Geld rausholen. Komm schon, lass den Ölpreis nochmal richtig krass steigen. $1. Okay. Oh, das gibt Cash. Das gibt Cash. 1,39 ist fett. Fast 1,40 ist richtig gut. Okay, lass uns mal hier rüber fahren, weil der sinkt etwas langsamer. So habe ich das Gefühl. Jupp, und da verkaufen wir alles. Das war's gewesen. 41.000 haben wir rausgenommen. Wow. Und wir sind fertig. Okay. Yes! Alter, wie viel Gas da noch war! Wie viel krass, wie viel Gas da noch war! Und Leute, wir sind auf 15.000 runter. Wir sind auf 15.000 runter. Wir haben gerade 12.000 unseren Kredit
ausgleichen können. 14,6. Oh Gott sei Dank, ey. Ich glaube, wir kriegen das wirklich wieder hin, ey. Ich hatte schon so eine Bauchschmerzen. Und die Zinssätze werden um 70% gesenkt. Wow. Das ist wirklich nice. Das ist wirklich nice. Das heißt, wir können uns hier ein Darlehen nehmen. Passt auf hier. Zap, 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 zap. Von... Wir brauchen 4000. Eigentlich brauchen wir ein bisschen mehr. 61%. Können jetzt aber diesen hier machen. 61%. Bam. Nehmen das. Und sind bei 47% nur. 47%. Jetzt können wir aus den Schulden raus. In der Folge können wir aus den Schulden raus. Das ist doch geil, oder? So, lassen wir das mal ganz schnell durchlaufen. Da können wir leider noch nicht mitwirken. Es geht aber auch nur um 2%. Wir schauen einfach mal, wer bei den 2% wieder zuschlägt. Ich könnte ja eine Wette machen, dass die Olle hier das wieder ist. Oh, okay. Er hat zu. Ja, ist ja noch. So, und dann machen wir eine Landauktion. 33 hatte ich gerade mal, ne? Das hier oben wird gut. Ne, das da oben ist scheiße. Was bin ich für ein Depp? Egal, haben wir unsere Ruhe, müssen nicht, uns nicht mit dem anderen streiten. Und passt. So, Freunde. So sieht es auf jeden Fall erstmal aus hier bei Turmöl. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und da, denke ich, kommen wir raus aus den Schulden. Das wird ziemlich cool, oder? Ja, denke ich schon. Bis dahin, tschüss.